Hier in Straßburg im Europäischen Parlament sind wir 751 Abgeordnete aus 28 Mitgliedstaaten, die 24 verschiedene Sprachen sprechen und aus knapp 200 Parteien kommen. Wie funktioniert sowas eigentlich? Ich gehe heute mal in die Dolmetscherkabine, damit Sie sehen, wie hier die Arbeit übersetzt wird und wie wir mit 24 Sprachen zurechtkommen. In diesen Kabinen sitzen die Dolmetscher für alle Sprachen, weil jeder Abgeordnete darf in seiner Muttersprache reden. Ich halte es auch für wichtig, in meiner Muttersprache kann ich mich am besten ausdrücken, kann ich auch komplexe Dinge am besten darstellen. In jeder dieser Kabine sitzen drei Dolmetscher. Das heißt aber bei 24 Sprachen, dass nicht jeder in jede Sprache übersetzt. Es gibt sogenannte Leitsprachen hier im Europäischen Parlament. Das ist das Deutsche, das Englische, das Französische. Die sind in allen Kabinen vorhanden und zum Beispiel die Kroaten oder die Esten übersetzen aus dem Deutschen oder aus dem Englischen dann ins Kroatische oder ins Estische. Das macht die Sache manchmal kompliziert und das führt auch dazu, wenn ein Redner zu Ende ist, fangen die Ersten zum Applaudieren an und es dauert ein bisschen, bis alle die gesamte Übersetzung gehört haben. Und wenn man Witze macht, die kommen leider gar nicht an, weil die in der Dolmetschung leider verloren gehen. Deswegen macht es nur Sinn, kurze Sätze, einfache Sätze, prägnant zu formulieren. Dann wird man am besten übersetzt, dann wird man auch am besten verstanden. Die Dolmetscher leisten hier eine hervorragende Arbeit. Ohne die wären wir aufgeschmissen, weil wir sonst nicht in unserer Muttersprache reden könnten.